Herzlich willkommen zur 108. Folge Space Exploration mit dem Felix. Hallo. Hallo. So, Beryllstangen. Ist das Lager denn jetzt mit dem Beryllstangen jetzt hier schon mal das falsche Lager? Du bist auf, ich habe nicht genug Strom und du bist auf, mein Ausgang ist voll. So. Der positive Nebeneffekt daran ist natürlich, dass dann jetzt wieder diese komischen Grünitstäbe verbraucht werden. Aber glaube ich, bei deiner Anlage, wo du im Verhältnis immer noch Peanuts so ungefähr, fällt nicht auf. Höchstwahrscheinlich, ja. Zugeben, das lief super. Ich habe irgendwann ja vor ein paar Folgen bei dem einen die Lücke ein kleiner gemacht, habe jetzt festgestellt, warum ich da so eine große Lücke reingebaut Okay. hätte. Also noch mal neu. Also alles wieder, die Lücke wiederherstellen, so ungefähr, ne? Dann ist mein Inventarplatz auch noch gefühlt nicht existent. Das heißt, wenn ich da unten jetzt Gerüste wieder drunter setzen will, um mehr Platz zu bekommen, darf ich jetzt zum dritten Mal fliegen, so ungefähr, um die Gerüste zu holen. Okay. Alles super. Echt ist, ich habe. Ist das nicht dein Ernst, oder? Ist denn das? Doch, da. Ist.
Oh. So. Ah, ne, baut ja das alles auf. Oh, verdammt. Da war ja was. Na dann. Ich meine, ist es dir irgendwann aufgefallen? 3, 6, 9, 12, 15. Ich baue ja hier gerade 18 neue City-Blöcke. Immerhin. Aber ich habe keine Radare mehr. Natürlich schlecht. Grundsätzlich ja. Baut doch wenigstens das Teil da oben hin. Nee. Ich mache nämlich fertig. Manchmal. Ja, manchmal. Wohnzug, der bringt erst den hin. Ach, hier. Nein, sag bloß, ich habe keine Teile mehr. Glaube, ich habe noch Teile und darf trotzdem noch hochfliegen, weil ich einen genauen Teiler kopiert habe, der eine Priorität drin hatte.
Ja, so weiter geht's, habe ich gleich keine Brötchen mehr, ne? Das wäre jetzt natürlich echt blöd. Aber leider dann nicht zu ändern. Warum läuft das gerade hier nicht so wirklich? Weiß ich nicht. Was fehlt mir hier? Was für eine Maschine macht man die Aeroframe-Gerüste? Ganz normale Dings, ne? Ist normale Montage. Ganz normale Montage. Mein Zug hat mittlerweile mal so eben in dieser Folge knappe 152.000 Beryllium-Platten ins Lager transportiert. Immerhin. Damit habe ich nur noch traurigerweise traurigerweise ist damit Beryllium aber nur auf Platz 2, L3. Kupferplatten mit 221.000 und elektronische Schaltkreise mit 230.000 haben die meisten Sachen im Logistiknetz. Das Geile ist, ich habe 26.000 Eisenstangen im Logistiksystem. Respekt. Warum? Einfach nur warum. Habe ich schon mal gesagt, dass es echt widerwärtig ist, mit Prozentwerten Sachen zu berechnen? Lass mich kurz überlegen. Ja. Umständen habe ich gerade den falschen Strommast gerissen. Respekt. Wir hatten nur so ungefähr die Hälfte meiner ganzen Last da so gemacht. Das heißt, die beiden hätte ich dann da. Die da und die da. Ich sage, grüne Schaltkreise und Eisenplatten. Sogar noch witziger hin.
Da würde sich wahrscheinlich jeder andere im Grabe umdrehen, aber egal. Ach so, du willst gar keinen Beton haben, du willst Ziegelsteine haben. Auch festgestellt. Ehrlicherweise aber zugeben, dass das Ganze hier oben wird und ich habe festgestellt, dass das Ganze doch nicht so schlimm, glaube ich, wird, wie erst gedacht. Wir sprechen uns nächste Folge nochmal. Naja, also, du hast ja diese leeren Datenkarten. Ja. Die brauchst du ja zum Produzieren von diesen ganzen Daten. Ja. Die packst du dann ja zusammen zu einem Katalog. Ja. Den Katalog schmeißt du rein, um kosmische Erkenntnis herzustellen, also astronomische Erkenntnis eigentlich eher. Und dann bekommst du schon mal zwei Karten zurück aus einem Katalog. Ja. Dann hast du oben nochmal, da packst du 36 von diesen Erkenntnissen rein, bekommst vier von den signifikanten Karten, aber bekommst auch 32 von den leeren Karten zurück. Das heißt, du bekommst grob gesagt 18 von 22 Karten pro Sekunde wieder zurück. Das heißt, du musst nur in Anführungsstrichen 4 pro Sekunde produzieren, wenn du den Grundbestand hergestellt hast, sozusagen. Das sind nämlich Ja. auch keine prozentualen Sachen, sondern das sind feste Zahlen. Das ist der Vorteil an der ganzen Geschichte. Ja, habe ich doch gesagt. Und dann bekommst du ja auch wieder bei den Astronomielaboren bekommst du fehlerhafte Karten. Und die kannst du ja mit einer 70% Chance wieder zu leeren Karten machen. Das heißt, 7 von 10 Karten werden im Normalfall ja wieder Datenkarten. Und mit 28,99% wird daraus eine zerstörte Datenkarte und halt mit 1% um und bei Wert wird es gar nichts. So. Ja. Und aus den zerstörten Datenkarten kannst du dann, glaube ich, nochmal Schrott machen. Ich glaube, sonst nichts. Ja, Schrott machst du aus den einen, aus den fehlerhaften kannst du. Du bekommst später sogar bessere Rezepte. Dafür, dann wird das immer höher, die Prozentchance. Am Ende bist du bei 95% bei dem höchsten Rezept, um da wieder Datenkarten rauszubekommen. Dauert nur Okay. ungefähr noch 738 Folgen, bis wir da sind. Ja, ist doch schön. Brauche nämlich die pinken Flaschen auf Stufe 3 alleine, um die zweite Stufe davon zu erforschen.
Und ich habe einen chronischen Eisenmangel. Da oben kommt Wasser. Ist das dein Ernst? Das kann ich dein Ernst sein, ey. Mach doch nicht sowas. Also ich habe hier unten schon viel zu wenig Landfill. Jetzt kriege ich oben noch einen Riesensee, wenn es dumm läuft. Und ich bräuchte gerade eigentlich massiv viel. Zeug. So, dich zu. Wo kann ich dich mal zwischenparken, ohne dass du mich störst? Ich hoffe, du störst mich da nicht. Wir sind allerdings am Ende der Folge angekommen. Dann hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.